Richter geworden, weil mein Bruder im Knast war, wollte ich auf irgendeine Art es besser machen. Im Grunde genommen bin ich angetreten, um möglichst keinen Menschen einsperren zu müssen. Die Motivation, die man natürlich hat, ist, dem Recht auf irgendeine Art auf die Sprünge zu helfen. Also auch Leuten zu helfen, die verletzt werden bzw. denen Unrecht passiert. Das ist eine Motivation, die sollte jeder Richter haben. Zweimal die Woche verhandle ich irgendwelche Fälle. Das kann von einer einfachen Körperverletzung über Kaugummidiebstahl, BTM-Delikte gehen. Das kann aber auch härteste Straftaten bedeuten, die dann verhandelt werden. Das sind schwierige Verfahren. Wenn es nach mir gehen würde, dürfte es solche Verfahren gar nicht geben. Nämlich dann, wenn wir die Gewalt völlig ächten in unserer Gesellschaft, dass es einfach nicht angeht, dass junge Menschen auf andere einschlagen. Also im Buch wollte ich immer schon mal schreiben über die jugendrichterliche Tätigkeit, über die Frustration im Alltag, über das, was einem so widerfährt, mit Blick auf die Vergangenheit, gerichtet auf die Zukunft, zur Vermeidung von Intensivtätern. Intensivtäter, Leute, die 30, 40, 50 Straftaten begehen, dürfte es nicht geben. Das Netz muss viel engmaschiger sein. Man muss ihnen sagen, hierhin und nicht weiter. Natürlich arbeitet man auch mit Drogen und man arbeitet auch mit und sagt hier, hey, wenn du jetzt diese Grenze über, dann gehst du in den Arrest und die einen oder anderen gehen auch in den Arrest, dann sehen es die anderen. Dadurch kommt es wieder dazu, dass die sehr wohl merken, der Staat kann reagieren. Natürlich erwarte ich von Lehrern erstmal, dass sie ihre Kinder gewaltfrei unterrichten, dass sie auch eingreifen, wenn Gewalt ausgeübt wird. Dann erwarte ich, dass sie autoritär sind, ja, aber auch zugleich Kamerad. Sie müssen beides sein. Ja. Sie müssen Weggefährte der Schüler sein, aber sie dürfen sich auch nicht auf dem Kopf herumzappeln lassen. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für Eltern. Der Jugendrichter soll Kraft Gesetzes kreativ sein. Er soll auf irgendeine Art überlegen, wie kriege ich den jungen Menschen hin. Das kann unter anderem sein, das habe ich auch schon gemacht, du machst 10 Trainingseinheiten beim örtlichen Fußballverein, damit er irgendwie merkt, er hat auch noch andere Talente, damit er merkt, wie im Team gearbeitet wird, damit er möglicherweise seine Aggression auf dem Fußballplatz durch Laufen wegbekommt. Ich habe tatsächlich junge Menschen, einige wenige, nach Kreuzberg geschickt, in Begleitung junger Türkinnen, die der deutschen Sprache bisweilen mächtiger waren als meine Angeklagten, damit sie mal andere Kultur kennenlernen. Es sind Versuche, es sind immer wieder Versuche, es sind auch keine Strafen, es sind Erziehungsmittel. Also ich weiß, ich habe wiederholt Springerstiefelverbote ausgegeben, die konnten jedenfalls mit Springerstiefel keinen anderen mehr treten. Das war das eine, die wurden auch nicht unbedingt dumm mehr angeguckt. Auch dadurch hat man was vermieden. Wenn man Leute, die Sieg Heil geschrien haben, aber gar nicht wissen, wer Adolf Hitler ist oder was ein Konzentrationslager ist, einen Aufsatz darüber schreiben lässt, mussten sie sich damit beschäftigen und sie merken dann möglicherweise auch, was für ein Scheiß sie da irgendwie auf der Straße zusammensingen. Also nicht jedes Mittel, was sich angewandt hat oder was Jugendrichter anwenden, ist ein Allheilmittel. Es sind immer nur Versuche. Aber ich glaube, meine Kreativität hier und da hat das ein oder andere schon erreicht.